Ein elektronischer Hubwagen, um Paletten von einem LKW in die Lagerhalle zu befördern, gerät auf dem Laster in Brand und muss so schnell wie möglich gelöscht werden, bevor das ganze Fahrzeug in Flammen steht. Ein Angriffstrupp bestehend aus 2 Feuerwehrleuten mit Atemschutzgeräten geht in den LKW hinein und löscht das Feuer. Ein Sicherungstrupp mit 2 weiteren Personen bleibt vor dem LKW und sichert somit die Einsatzkräfte. Was am Dienstagabend glücklicherweise eine Übung der 6 Ortsfeuerwehren aus der Gemeinde war, ist bereits so passiert. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Die ausgebildeten Atemschutzgeräteträger müssen jedes Jahr eine solche Übung bestehen, erklärt Heiko Pold, Pressesprecher für die Feuerwehren der Gemeinde. 3 Szenarien wurden von den 45 Atemschutzgeräteträgern aus der gesamten Gemeinde durchgespielt. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte vor Ort. Nach rund 2 Stunden haben die Atemschutzgeräteträger die Übung erfolgreich absolviert.